und willkommen zu einem neuen Vlog, zwar zu dem vorletzten. Ich weiß nicht mal, was ich morgen alles vloggen soll, weil eigentlich gehst du da ja nur. Vielleicht hänge ich das ja auch hier dran, man weiß es noch nicht. Auf jeden Fall machen wir heute eigentlich wieder nichts so Besonderes, eigentlich das gleiche wie gestern. Und zwar gehen wir wieder an den See und schwimmen und ich denke mal wieder Tretboot fahren, weiß ich nicht. Dann am Abend gehen wir noch in die Stadt und treffen uns mit Jorinas Boy. Mein Boy. Ah ja. Jetzt gehen wir auf jeden Fall erstmal los. Sarah, Zeit abzuhauen. Nein, ja. Oh, wie cool. Sarah ist ein bisschen depressiv. Sie war eben noch voll happy und jetzt ist sie wieder depressiv. Sind das diese Stimmungsschwankungen von Teenie-Mädchen? Guckt euch das an, es ist wunderschön. Fun Fact, das ist ein See und kein Meer. Und es fühlt sich einfach an, als wäre es ein Meer, weil wir Sandstrand haben und weil das Wasser richtig clean ist. Das ist unser geiles Boot. Joa. Bleib ganz ruhig, Sarah. Wir können über alles reden. Ja, wenn du das machst, dass mein Handy zahlt. Jetzt rennt sie weg. Wieso tust du mir das an? Sie ist wundervoll, oder? Und jetzt verlässt sie mich. Und unser cooles Boot. Mein Boot, Sarah. Oh. Oh, So, Jorina und ich sind jetzt wieder zu Hause. Irgendwie haben wir gar nicht mehr mit der Kamera gefilmt. Ja, wir haben ein paar Aufnahmen mit dem Handy gemacht. Also falls euch wundert, warum die Qualität auf einmal so kacke ist, dann liegt das daran. Und ja, jetzt haben wir es kurz vor 5 und wir gehen ja noch heute in die Stadt und treffen uns ja mit einem Kumpel von Jorina. Ja, mal gucken, was wir danach noch so machen. Vielleicht streamen wir nochmal, man weiß es nicht. So, wir haben uns jetzt fertig gemacht und jetzt gehen wir auf jeden Fall in die Stadt und treffen John. Ja. Ist das John? Ja, okay, John. Jorinas Best Buddy. Best Buddy. Freunde. So, wir laufen jetzt an den Bahnhof und gehen meinen Kumpel abholen. Ja. Geil. Was soll ich sagen? Okay, Live-Update. Live-Update. Sag, dass du stinkst. Live-Update? Okay. Fühlst du schon? Achso, ja. Ja, nein, mach Ruhe. Hä? Du machst das jetzt. Ja. Jorina stinkt. Ah, super. Update. Das ist ein gutes Update. Das nächste Update, sie hat geduscht. Okay, ja, weiter, Jorina. Ich habe mich jetzt getroffen, haben was gegessen und jetzt geht mir wohin? Sarah? Auf Klo. Ich will was für ein Clickbait haben. Jorina und ihr Freund auf Klo. Und ihr Freund, oder? Okay, wir sehen jetzt, wie Jorina hier reingeht. Nein, Alter, ich hab Bock einfach. Ist dich. Zensier das. Okay. Junge, Jorina. Was? Hola. Peace. Film doch auf ihn. Okay. Ja. Wow. Okay, jetzt noch dein Insta-Name. Ja, Insta, John Pump, folgt alle Folgen. Folgt ihm. Alter, was denn? Was?
Sarah, ich hasse das. Was? Wenn du mich so random filmst. Wann? Wie war das Treffen? Cool. Ja. Wie war die Wärme? Unerträglich. Sarah und ich laufen hier in der Hitze rum und sterben gerade, literally. Right, Sarah? Ich will, dass man dein Gesicht sieht. Ich fühle mich so fest. Ja, wir sind komplett tot. Wir sind hier gerade in Emden. Ja. Wir laufen jetzt zu Sarahs Auto. Der Weg. Jeder Schritt tut einfach weh. Gott. Wir sind gerade an einer Tankstelle. Und die liebe Sarah ist gerade am Tanken. Oh, sie hat uns gemerkt. Oh. Oh nein. Hier können wir sie wieder erkennen. Hier steht sie. Kennt ihr das Gefühl, wenn man noch nicht Auto fahren kann, weil man erst 17 ist und gerade den Führerschein noch am Machen ist? Voll sad, sonst hätte ich Sarah auch mal fahren können. So, wir sehen Sarah. Da ist ihr Kopf. Da ist ihr Kopf. Sehen wir sie? Nein, wir sehen sie nicht. Ha. Und da kommt sie auch schon wieder. Hello there. Moin. Ich hab genau 20 Euro. Geil. Bin ich gut oder wie? Du bist richtig gut. Einziges Erfolgserlebnis in meinem ganzen Leben. So. Auf geht's an dieser Stelle. Jetzt kann ich wieder Auto fahren, gell? Ja. Morgen fang ich wieder leer. Natürlich, ich fahre. Weiter geht's. Schauen wir mal der Profifahrerin zu. Du fühlst dich dezent beobachtet? Ja. Oh, tut mir leid. Ja. Kann ich nicht ändern. Was denn? Ich bin nicht bemüht. Ich auch. Ich habe das Bedürfnis, die Kamera auf dir zu lassen. Sie ist sehr konzentriert, seht ihr das? Eigentlich bin ich gerade nur konzentriert, weil ich nicht in die Kamera gucken möchte. Sie ist eine vorbildliche Fahrerin. Ist gerade unscharf geworden, aber I don't care. So Leute, wir gucken jetzt noch einen Film. Wir sind irgendwie so absolut müde. Weil wir den ganzen Tag unterwegs waren und wir nur so ganz kurz zu Hause waren, direkt wieder weitergegangen sind. So Leute, ist jetzt Donnerstag und Jurina muss jetzt leider zum Bahnhof. Es ist einfach erst 8 Uhr und die Sonne ist jetzt schon absolut am Strahlen. Und ich habe so keine Lust. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zum Bahnhof. Moin. Moin. Wir sind jetzt am Bahnhof angekommen. Ja, ich will nur nicht gehen. Living out in Hollywood, yeah, and I feel good, yeah. So misunderstood, 'cause we're young and we're crooked. Everybody's hooked, yeah, everybody shook, yeah. Do it by the book, no, we do it like we should, yeah. Young. Alles klar. So Leute, ich bin gerade dabei, die ganzen Videos zu schneiden. Jetzt gerade ist noch kurz vor der Gamescom, wenn ihr das Video seht, ist die Gamescom gerade erst vorbei und ich hänge ein bisschen hinterher mit den ganzen Videos, aber einfach, weil ich zu faul war, ich gebe es auch einfach zu. Keine Ahnung, irgendwie hatte ich jetzt nicht so die große Motivation, die ganzen Videos zu schneiden. Es kommt auch noch ein Vlog mit Lena. Und, aua, meine Schulter hat geknackt. Ja, auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, dass ich hier noch keine Abmod hatte, deswegen kommt die Abmod jetzt. Ich hoffe, euch hat der Vlog auf jeden Fall gefallen. Jurena ist logischerweise schon längst weg, aber ich sehe sie an 2 Tagen schon wieder. Also da war es gar nicht ein allzu großer Zeitabstand zwischen unserem Treffen und die Gamescom. Und ja, wie gesagt, wenn ihr das Video seht, ist die Gamescom auch schon wieder vorbei. Aber egal, auf jeden Fall werde ich die Gamescom auch vloggen. Ich hoffe, ihr schaut euch die Vlogs alle an. Und falls ihr die restlichen Vlogs hier von, wo Jurena bei mir war, noch nicht gesehen habt, dann würde es mich freuen, wenn ihr euch die auch noch alle anschauen, weil ich weiß, ich finde die Vlogs immer richtig cool mit Internetfreunden. Das ist einfach eine coole Erinnerung. Also ja, falls ihr die noch nicht angeschaut habt, würde es mich freuen, wenn ihr das nachholen und die zukünftigen Vlogs auch alle verfolgen. Und ja, also, falls ihr das Video bis hierhin gesehen habt, dann schreibt Hashtag Pizza in den Chat, in die Kommentare. Alter, ich werde es, glaube ich, nie lernen. Ja, falls euch der Vlog gefallen hat, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.
I can see you faded. I don't like to fake it.